Ungarn und Polen kämpfen für ein anderes Europa und provozieren die EU. Sie wollen eine Welt ohne Nationen. Sie wollen unsere Traditionen auslöschen und unsere Länder mit fremden Kulturen überfluten. Polen ist eine stolze Nation. Bitte hört auf, uns zu belehren. Die Regierungen in Warschau und Budapest verändern ihre Länder. Ist die Demokratie in Gefahr? Wie weit wollen Sie gehen? Was kommt noch? Bücherverbrennung? Die Nerven liegen blank. Gibt uns das Geld, gibt uns den Binnenmarkt und halt die Klappe über Demokratie, Menschenrechte und Unabhängigkeit der Justiz. So geht es aber nicht. Warum verlangt man von uns mehr als von westeuropäischen Ländern? Die EU am Scheideweg? Es steht natürlich auf dem Spiel die Einheit der Europäischen Union. Die Forderung nach mehr Nation. Das Spiel mit der Wut der Unzufriedenen. Der Kampf um die Zukunft der EU. Krakau in Polen, November 2018. Tausende stimmen gemeinsam die Nationalhymne an. Sie feiern 100 Jahre polnische Unabhängigkeit. Die nationalkonservative Regierungspartei PiS, Recht und Gerechtigkeit, hat im ganzen Land zu patriotischen Feiern aufgerufen. Die Lehrerin Agata Tatara marschiert mit. Die 48-Jährige ist parteilos, sitzt aber für die PiS im Stadtrat von Krakau. Souveränität bedeutet Unabhängigkeit, also die Möglichkeit, über uns zu entscheiden, was für uns Polen am besten ist. Die Werte Gott, Ehre, Vaterland, Heimat, Familie sind für uns am wichtigsten. Fast 6 Millionen Polen haben eine Regierung gewählt, die für diese Werte steht und die das Land und die EU fundamental verändern will. Am Ende des Marsches demonstrieren rund 100 Menschen für Europa und gegen die Regierung. Anwalt Fryderyk Zoll ist Mitglied der oppositionellen Bürgerbewegung KOD, dem Komitee zur Verteidigung der Demokratie. Polen bewegt sich mit seinem Rechtssystem aus der Europäischen Union heraus. Das ist eine Tragödie und deswegen ist es sehr schwer, den Unabhängigkeitstag in Ruhe zu feiern. Denn es findet eine sehr ernste Zerstörung des Staates durch die Regierung statt. Konstitucja steht auf den Schildern, Verfassung. Sie ist zum Sinnbild der Opposition geworden. Die nationalkonservative Regierung setzt auf andere Bilder und auf eine Politik, die viele in Europa beunruhigt. Wie wurde Polen, einst Musterschüler, zum Problemfall der EU? Warschau, Präsidentenpalast. Seit 2015 regiert die Partei PiS, Recht und Gerechtigkeit. Mit absoluter Mehrheit. Parteichef Jarosław Kaczyński hat kein Ministeramt, bestimmt aber den Kurs des Landes. Er will Polen umformen. Dazu gehört auch der Umbau der Justiz. Das polnische Justizwesen leidet an einer ernsten Krankheit, dem Verfall der moralischen Prinzipien, des beruflichen und persönlichen Anstands. Moralności zawodowej, moralności ogólnej. 2017 beschließt die Regierung eine tiefgreifende Reform, die, so Kritiker, einem Angriff auf die Unabhängigkeit der Justiz gleichkommt.
Seitdem kann der Justizminister Gerichtspräsidenten, die Richter und Urteile überwachen, im ganzen Land austauschen. Mitglieder des Nationalen Justizrats, eine eigentlich unabhängige Kontrollinstanz für Richter, werden nun mehrheitlich von der Regierung gewählt. Zudem soll das Rentenalter von Richtern gesenkt werden. Für rund 30% der Richter am obersten Gerichtshof würde das die Zwangspensionierung bedeuten. Zahlreiche Richter sollen so ausgetauscht werden. Tausende Polen sehen in der Reform einen Angriff auf den Rechtsstaat und demonstrieren über Monate immer wieder gegen den Umbau der Justiz. Darunter hochrangige Juristen, wie die Präsidentin des obersten Gerichtshofs. Eine Etappe der Reform ist der Austausch der Elite durch die eigenen Reihen. Erst die Gerichte, dann die Medien, dann die Verwaltungen. Das sind notwendige Elemente, um den Staat zu kontrollieren. Die EU ist alarmiert und erwägt den Einsatz einer scharfen Waffe. Zum ersten Mal in der Geschichte der Union soll das sogenannte Artikel 7-Verfahren eingeleitet werden. Polen könnte sein Stimmrecht verlieren. Im Dezember 2017 die Entscheidung. Schweren Herzens haben wir entschieden, Artikel 7 einzuleiten. Man hat eine neue Auffassung von Demokratie. Man sagt, wir haben die Mehrheit, deshalb haben wir auch das Recht zu kontrollieren, was die Justiz macht. Und das ist natürlich nicht erlaubt unter europäischen Regeln. Die Justiz muss unabhängig bleiben. Die EU-Kommission wirft Polen vor, den Rechtsstaat auszuhöhlen. Das Fundament der Demokratie. Witold Waszczykowski ist Außenminister Polens, als der Konflikt eskaliert. Er sieht das Vorgehen der EU als unzulässige Einmischung in die Innenpolitik seines Landes. Wir sind mit dem Vorgehen der Europäischen Kommission, die disziplinarische Maßnahmen gegen Polen anwendet, nicht einverstanden, weil sie dazu keine Berechtigung hat. Diese Attacke auf uns und unsere Reformen ist ideologisch und politisch motiviert. Die Regierung in Warschau auf Konfrontationskurs mit Brüssel. Unterstützt wird Polen dabei vor allem von Ungarn, das schon seit Jahren Probleme mit der EU hat. Ministerpräsident Viktor Orbán im Wahlkampf. Immer wieder geht es um die vermeintlichen Fehler der EU, vor allem in der Flüchtlingsfrage. Die Migration ist der Rost, der unser Land langsam aber sicher auffrisst. Die Masseneinwanderung bedroht unsere Sicherheit im Alltag. Sie geht mit Terrorgefahr einher. Wo es Masseneinwanderung gibt, sind Frauen von Übergriffen bedroht. Die Rhetorik der Regierung wird immer radikaler. Da geht es um den großen Kulturkampf Muslime gegen Europa und dass die Muslime eine entscheidende Gefahr für unsere Welt sind. Die Regierung versteht, was die Leute wollen. Und während die Opposition sich für Brüsseler Politik einsetzt und eine Politik vorschlägt, die unpopulär ist, macht die Regierung eine Politik, die nicht nur populär ist, sondern auch erfolgreich. Tatsächlich entscheidet auch die Wut auf Brüssel die ungarische Wahl von 2018. Viktor Orbán und seine Partei Fidesz, der ungarische Bürgerbund, können sich fast 50% der Stimmen sichern. Die absolute Mehrheit. Wir sind noch nicht so weit, wie wir es gerne hätten. Aber unsere Heimat Ungarn ist aufgebrochen und wir beschreiten einen selbstbestimmten Weg. Man hat drei Wahlen hintereinander Supermehrheiten einfahren können, mit denen man beispielsweise die Verfassung ändern konnte. Also man hat ein starkes Mandat und man fühlt sich berufen, aufgrund dieses starken Mandates tiefgreifenden Wandel durchzuführen. Die Macht nutzt Viktor Orbáns Regierung seit Jahren, um den Staat nach ihren Vorstellungen umzubauen. Kritiker sagen, Ungarn verletze dabei systematisch demokratische Grundrechte. Die Vorwürfe?
Eingriffe in die Justiz schwächen die Gewaltenteilung. Nichtregierungsorganisationen und Universitäten werden drangsaliert. Mediengesetze schränken die Pressefreiheit ein. Schwere Anschuldigungen gegen einen Mitgliedstaat der EU. Droht den 10 Millionen Ungarn der Verlust ihrer Demokratie? Knapp 200 Kilometer südöstlich von Budapest. Die 40.000 Einwohnerstadt Hortmezővásárhely war lange eine Fidesz-Hochburg. Anfang 2018 hat der parteilose Péter Márki-Zay überraschend das Rathaus erobert. Der 46-Jährige ist gläubiger Katholik, Vater von 7 Kindern. Er hat zuvor die Fidesz unterstützt. Ich hatte große Erwartungen, dass Fidesz in Ungarn die Demokratie und ihre großartigen Werte vorantreibt. Doch ich wurde sehr enttäuscht. Hier herrscht keine Demokratie mehr. Der Bürgermeister sieht in Ungarn einen Verfall der politischen Kultur und befürchtet, dass auch Europa darunter leiden wird. Die Werte, auf denen Europa basiert, sind wichtig. Wenn wir die nicht beschützen, werden Populismus und Korruption siegen. Das kann Europa zerstören. September 2018. Auch im EU-Parlament erhebt man schwere Vorwürfe gegen Ungarn. Ein Bericht listet zahlreiche vermeintliche Rechtsstaatvergehen auf. Sollte die ungarische Regierung ihre Politik nicht ändern, wird die EU ein Artikel-7-Verfahren einleiten, so wie zuvor gegen Polen. Auch Ungarn droht der Entzug des Stimmrechts. Letzte Debatte vor der Entscheidung. Lassen Sie mich Premierminister Orbán begrüßen, dem ich die Hand schütteln wollte, der aber zu spät zur Debatte erschienen ist. Heute diskutieren wir die Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Grundrechte in Ungarn. Wollen Sie, dass eine Regierung, die diese Werte verletzt, das Fundament der Europäischen Union, ungestraft bleibt? Sie wollen Ungarn verurteilen, weil das ungarische Volk entschieden hat, dass unsere Heimat kein Einwanderungsland wird. Bei allem Respekt, ich weise die Einwanderungsbefürworter im Europäischen Parlament aufs Entschiedenste zurück, die die Ungarn und die ungarischen Menschen bedrohen, sie erpressen und verleumden. Unterstützt wird Viktor Orbán unter anderem von einem Abgeordneten der polnischen Regierungspartei, der die Ungarn-Kritiker aufs Korn nimmt. Jemand hat diese Regierung gewählt und es waren nicht Schneewittchen und die 7 Zwerge. Wenn Sie das nicht mögen, können Sie ja die Wahlen abschaffen und einfach einen Außenstehenden ernennen. Dasselbe können Sie ja mit Polen machen. Das würde all Ihre Probleme lösen. Die unangenehme Wahrheit ist, Herr Orbán, dass Ungarn im aktuellen Zustand der EU gar nicht beitreten dürfte. So sieht's aus. Einen Tag nach der Debatte entscheidet das Parlament. Das Verfahren gegen Ungarn wird eingeleitet. Gergi Gulyás ist einer der engsten Mitarbeiter Orbáns. Das ist eine politische Entscheidung, weil viele sind, insbesondere bei den Sozialisten und Liberalen, die Ungarn und die ungarische Regierung wirklich hassen, weil in der Migrationsfrage wir hatten eine starke Meinung. Wir müssen gegenüber Polen und Ungarn Härte zeigen. Denn wenn wir es nicht tun, dann kommen morgen andere Länder und könnten illiberale Politik machen oder den Rechtsstaat ablehnen. Im Sinne von, wir haben ja eine Mehrheit, also machen wir, was wir wollen. Bedrohen demokratisch gewählte Regierungen die Existenz der EU? Ausgerechnet Regierungen von Ländern, die den Weg ins vereinte Europa so lange herbeigesehnt haben? Thank you.
Warschau. Die polnische Hauptstadt liegt nach dem Zweiten Weltkrieg in Trümmern wie kaum eine andere Stadt in Europa. Über 70% der Gebäude sind zerstört. Rund 6 Millionen Polen sind der deutschen Aggression zum Opfer gefallen. Nach Kriegsende installiert die Sowjetunion ein kommunistisches Regime. Unter Führung der Vereinigten Arbeiterpartei wird Polen Teil des militärischen Warschauer Pakts. Wenn man sich die Geschichte Polens anguckt, dann gibt es erst die Teilung Polens, dann den schnellen Aufbau, dann den Kommunismus. Es gab nie die Möglichkeit, einen richtigen Staat und mündige Bürger zu formen. Die Regierung der Volksrepublik Polen unterdrückt oppositionelle Bewegungen und schränkt die Reisefreiheit ein. In den 1970er Jahren verschlechtert sich die wirtschaftliche Lage. Die Staatsschulden steigen. Benzin, Kleidung und Essen sind Mangelware. Die Regierung erhöht die Preise und führt Lebensmittelmarken ein. Die Unzufriedenheit in der Bevölkerung wächst. Gucken Sie mal, hier stehen Sie für Brot an. Nach einer weiteren Preissteigerung eskaliert die Situation im Sommer 1980. Hunderttausende Arbeiter protestieren. In Danzig verschanzen sich rund 17.000 auf dem Gelände der Leninwerft. Die Proteste führen zur Gründung der Gewerkschaft Solidarność. Mit dem Elektriker Lech Wałęsa an der Spitze erzwingen die Arbeiter Lohnerhöhungen und das Recht auf freie Gewerkschaften. Es ist der Anfang vom Ende eines totalitären Systems. Die Solidarność-Bewegung ist die erste Massenbewegung noch innerhalb des Warschauer Paktes oder des Ostblocks. Wichtig ist an der Solidarność, dass der Bruch zwischen Gesellschaft und kommunistischer Machtelite eindeutig dokumentiert war. Anfang der 1980er Jahre wurde Lech Wałęsa noch eingesperrt. Im Frühling 1989 verhandelt er in Warschau die Neuausrichtung des Staates mit. Am sogenannten Runden Tisch beschließen unter anderem Vertreter der Solidarność und der polnischen Arbeiterpartei, Polen wird zur Demokratie, nach 50 Jahren Fremdherrschaft. Die Erfahrungen mit dem Kommunismus prägen Polen und Ungarn und verbinden beide Staaten. Bis heute. Unsere Freiheit lassen wir uns um keinen Preis mehr nehmen. Als Erben der Revolution von 1956 können wir nicht zulassen, dass Europa die Wurzeln absägt, die es groß gemacht haben. In einer Frage sind Polen und Ungarn allerdings grundlegend anderer Meinung. In der Beziehung zu Russland könnten die Unterschiede zwischen Polen und Ungarn nicht größer sein. Polen sieht in Russland eine existenzielle Bedrohung, während Orbán in der EU einer der Politiker mit den engsten Verbindungen zu Wladimir Putin ist. Orbáns gutes Verhältnis zu Putin wird innerhalb der EU kritisiert. Ungarn dagegen betont die Bedeutung Russlands für die eigene Wirtschaft. Eine politische Annäherung trotz der historischen Erfahrungen. Budapest 1956. Nach dem Zweiten Weltkrieg regieren Kommunisten auch in Ungarn, gesteuert von der Sowjetunion. Im Oktober 1956 protestieren die Ungarn gegen das kommunistische System. Mehrere Tage kämpfen Hunderttausende gegen die eigene Staatssicherheit und Soldaten. Der Kampf fordert hunderte Todesopfer, scheint politisch aber zunächst erfolgreich. Die von den Aufständischen unterstützte neue Führung verkündet Ungarns Neutralität und sogar den Austritt aus dem Warschauer Pakt. Da war es die Rote Armee, sprich die Sowjetunion und aus damaligem Verständnis die Russen, die diese Freiheitsbewegung dann unterdrückt haben. Die sowjetische Armee schlägt die Rebellion blutig nieder.
Rund 2500 Aufständische verlieren ihr Leben. Über 200.000 Ungarn fliehen ins westliche Ausland. Der Wunsch nach Freiheit und Demokratie erfüllt sich zunächst nicht. Ungarn bleibt Teil des Ostblocks. In den folgenden Jahrzehnten gewährt der Staat den Bürgern kleinere Freiheiten. Ungarn steht für den sogenannten Gulasch-Kommunismus. Tourismus und Privatwirtschaft werden gefördert. Reisen in den Westen sind für viele möglich. Die Liberalisierung sorgt für bescheidenen Wohlstand. In den 1970er und 80er Jahren wird Ungarn scherzhaft auch als lustigste Baracke des sozialistischen Lagers bezeichnet. Das Land gilt als das westlichste unter den Ostblockstaaten.1989 war Ungarn eigentlich das Land, das am besten vorbereitet schien und wahrscheinlich auch war für eine Integration nach Europa. 1989 öffnet Ungarn seine Grenze zu Österreich und ist maßgeblich am Fall des Eisernen Vorhangs beteiligt. Die Welt ordnet sich neu. West- und Osteuropa wachsen Anfang der 1990er Jahre zusammen. Das ist ein gutes Zitat vom Ministerpräsident Orbán, dass in den 90er Jahren, in der Zeit der Wende, wir dachten, dass Europa ist unsere Zukunft. Jetzt wir denken, dass wir sind die Zukunft Europas. Three, 2004, die EU-Osterweiterung. 10 mittel- und osteuropäische Staaten werden in die EU aufgenommen, darunter auch Ungarn und Polen. Wir Polen und Deutsche können gemeinsam die EU gestalten. 2004 in Budapest. Volksfeststimmung. Über 80% der Wähler haben sich für die EU-Mitgliedschaft ausgesprochen. Die erhoffte Anbindung an den Westen wird wahr. Für uns ist es das größte Ereignis der letzten 100 Jahre, dass Ungarn nun zur EU gehört. Die Osterweiterung der Europäischen Union ist eine historische Chance und große Herausforderung. Denn der Preis für die Mitgliedschaft ist hoch. Die Länder wollten rein und sie mussten sich deswegen anpassen. Sie müssten den rechtlichen Besitzstand der EU übernehmen, sie mussten Wirtschaftsreformen durchführen, politische Reformen und vieles anderes mehr. Und das haben sie natürlich auch sehr konsequent getan, denn das historische Großziel war es ja, nach 1989 wieder zurück in den Westen zu kehren. Und die Mitgliedschaft in der Europäischen Union war strategisches Ziel, aber auch Verheißung. Haben sich die Erwartungen erfüllt? Hajdú Böszörményi in Ostungarn. Hier lebt János Bertalan. Der 76-Jährige ist wohlhabender Landwirt, gläubiger Christ und Präsident des Wirtschaftsausschusses im Stadtrat. János Bertalan unterstützt seit Jahren die Fidesz, die Partei Viktor Orbáns. Eigentlich unterstütze ich die EU. Das ist eine vernünftige Sache. Ich sehe es wie Fidesz. Die EU ist gut, wenn sie Vielfalt und unterschiedliche nationale Denkweisen akzeptiert. Ganz im Sinne der eigentlichen Zielsetzung. János Bertalan schätzt die EU auch wegen der Fördermittel. Er ist auf dem Weg zu einer Kita, deren Bau er mitorganisiert hat. Die EU hat das Projekt gefördert mit gut 545 Millionen Forint, umgerechnet knapp 1,7 Millionen Euro. Doch die Europäische Kommission hat kürzlich angedroht, bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit
könnten Staaten wie Ungarn zukünftig Mittel gekürzt werden. Ich hoffe, dass die Weisheit der EU-Väter erhalten bleibt und die Mittel nicht entzogen werden. Denn das hätte enorme wirtschaftliche und politische Folgen. Tatsächlich zählen Ungarn und Polen seit Jahren zu den Hauptprofiteuren der EU-Fördertöpfe. Polen hat seit dem EU-Beitritt 2004 bis 2017 104,6 Milliarden Euro aus Brüssel erhalten. Seit 2009 ist das Land Spitzenreiter unter den Empfängern von EU-Subventionen. Ungarn hat von 2004 bis 2017 39,7 Milliarden Euro erhalten. In beiden Ländern fließt der Großteil des Geldes in die Landwirtschaft und in Infrastruktur wie Verkehrsnetze oder Gebäude. Wenn es ums Geld geht, sind sie überzeugte Europäer. Geld nehmen sie gern. Aus Infrastrukturfonds, Sozialfonds, was auch immer. Aber sie sind keine überzeugten Europäer, wenn es um die Werte geht. Das ist immer falsch, damit zu kommen, dass wir sollen dankbar sein, dass wir Geld aus Brüssel erhalten. Polen und Ungarn haben auch gut ausgebildete Fachkräfte Westeuropa zur Verfügung gestellt, die aus unserem Steuergeld ausgebildet wurden und jetzt in Westeuropa der Wirtschaft und der Gemeinschaft und der Gesellschaft zum Wohle gereichen. Zudem profitieren auch westliche Länder von der Öffnung der osteuropäischen Märkte und von der verbesserten Infrastruktur. Ein erheblicher Teil der Subventionen wird für Industrieprodukte aus Ländern wie Deutschland und Frankreich ausgegeben. Posen in Westpolen. Ein wichtiger Standort für deutsche Firmen, auch wegen der EU-Subventionen. Die Arbeitslosigkeit hier ist niedrig, die Löhne sind hoch. Jacek Jaszkowiak ist der Bürgermeister von Posen. Der 55-jährige Amateurboxer gehört zur liberalen Oppositionspartei PO, der Bürgerplattform. Er stellt sich gegen den nationalen, brüsselkritischen Kurs der Regierung. Ich bedauere es sehr, dass lediglich die wirtschaftlichen Vorteile der EU-Mitgliedschaft betont wurden und zu wenig über die Werte, die der eigentliche gemeinsame Nenner der Europäischen Union sind. Jacek Jaszkowiak ist seit 2014 im Amt. Als Bürgermeister kümmert er sich unter anderem um die Verleihung von Medaillen für goldene Hochzeiten. Doch landesweit bekannt wurde er durch sein Engagement für die Trennung von Staat und Kirche, für freie Medien und für die Rechte von Frauen und Homosexuellen. Sein letzter Wahlslogan war Posen Richtung Europa. Mein letzter Wahlsieg zeigt ganz klar, wie die Stimmung in Posen ist. Die Regierung der PiS, ihre Propaganda, das Spiel mit nationalistischen Elementen, das hat vor allem in ländlichen Regionen Einfluss. Wenn die PiS die nächsten Wahlen gewinnt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis es zu einem Pol-Exit kommt. Das ist für mich ganz klar. Das Schreckgespenst der Opposition, der Austritt aus der EU. Doch der ist derzeit weder in Polen noch in Ungarn offizielles Regierungsziel. Polen und Ungarn sind Länder, die eine sehr konsequente Politik der Verteidigung nationaler Interessen in der Europäischen Union durchführen. Wichtig ist, das alles ist nicht antieuropäisch. Wir sind nicht europakritisch, wir sind EU- oder Brüssel-kritisch. Die Europäische Union findet massenhaft Zuspruch in Ungarn, in Polen. In Polen ist die grundsätzliche Zustimmung zur EU seit 2007 höher als im EU-Durchschnitt. 2018 lag sie bei 70%. In Ungarn ist die Zustimmung seit 2007 gestiegen. 2018 lag sie bei 60%. In Deutschland bewerten 81% die EU als grundsätzlich positiv.
Unterstützung für Europa und für EU-kritische Regierungen. Wie passt das zusammen? In Ungarn ist der Aufstieg der Nationalkonservativen untrennbar mit einem Mann verknüpft. 1989. Der junge Jurist Viktor Orbán fordert die sowjetischen Truppen öffentlich auf, Ungarn zu verlassen. Ein Tabubruch, der ihn landesweit bekannt macht. Orbán und seine kurz zuvor gegründete Partei Fidesz sind liberal, werden 1992 sogar Mitglied der Liberalen Internationalen. Viktor Orbán gilt als ehrgeizig, dynamisch, europafreundlich und strebt an die Macht. 1998 gewinnt er zum ersten Mal die Parlamentswahl. Mit 35 wird er Ministerpräsident von Ungarn. Orbán war ein Liberaler. Er hat reformiert und wurde dafür gefeiert. Doch dann hat er die nächsten Wahlen verloren. Das kann passieren. Ich habe auch schon ein paar Wahlen verloren. Das ist aber kein Grund, seine Überzeugungen zu ändern. Er hat das getan. Er sagte sich, okay, ich habe keine Zukunft als liberaler Politiker in Ungarn, also muss ich Nationalist und Populist werden. Und das wurde er. 2010. Ungarn leidet noch unter den Folgen der Weltwirtschaftskrise. Viktor Orbán schafft in diesem Jahr sein Comeback und gewinnt die Wahl mit über 50% der Stimmen. Orbán hat in puncto Wirtschaft den Karren aus dem Dreck gezogen. Mit dem, was er unorthodoxe Wirtschaftspolitik nannte, die in der Tat ein sehr eigentümlicher Mix eben aus marktfreundlichen, staatlichen Elementen ist. Hier hat er es geschafft, die Wirtschaft nicht nur zu stabilisieren, sondern auf einen relativ soliden Wachstumspfad zu bringen. Die Regierung Orbán verfügt über eine Zweidrittelmehrheit und nutzt sie, um die Verfassung und weitere Gesetze zu ändern, etwa in den Bereichen Medien, Justiz, Datenschutz. Die EU eröffnet deshalb 2012 mehrere Vertragsverletzungsverfahren. Der Konflikt zwischen Ungarn und der EU spitzt sich zu. Und ich sage Ihnen, Sie gehen in die Richtung der Diktatoren Chavez, Castro und alle totalitären Regime dieser Welt. Das werden wir mit allen Mitteln bekämpfen. Ich möchte Ihnen klarmachen, dass Ungarn auf der Grundlage europäischer Prinzipien und Werte erneuert und neu organisiert wurde. Die von der Kommission aufgeworfenen Probleme können einfach und schnell behoben werden. Orbán mildert die Gesetze ab. In den Folgejahren wiederholt sich das Spiel. Gesetzesänderungen, EU-Kritik, Angleichungen. Die europäischen Werte sind gemeinsame Werte. Auch Ungarn teilt diese Werte. Aber es gibt keine einheitliche Ausgestaltung dieser Werte. Es gibt unterschiedliche Gerichtssysteme, es gibt unterschiedliche Mediensysteme innerhalb der EU. Und man kann nicht sagen, dass es gibt ein ideelles System und die Systeme, die dementsprechend sind, gut und alle anderen schlecht. Weniger Einfluss aus Brüssel, mehr Selbstbestimmung. Das wollen Viktor Orbán und sein polnisches Pendant Jarosław Kaczynski. Polen 1990. Der Solidarność-Anführer Lech Wałęsa wird Staatspräsident und Jarosław Kaczynski Leiter der Präsidialkanzlei. Nur ein Jahr später legt er sein Amt nieder. Kaczynski hat sich immer wieder neu erfunden. Er war jemand, der in der Tat die Solidarność von 89 vielleicht nicht an vorderster Front geprägt hat, aber der Bestandteil der antikommunistischen Bewegung war. Der sich dann aber im Zuge des Übergangs von 1989 vor allem mit Lech Wałęsa und den Seinigen überworfen hat. Die Peace ist der Auffassung, dass im Jahr 1989 am runden Tisch, dass das nicht ein echter Neustart war, sondern ein fauler Kompromiss.
Und deswegen will sie eben mit einer gewissen Verzögerung das Land von Grund auf restrukturieren. 2001 gründet Jarosław Kaczyński zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lech eine neue Partei, die PiS, Recht und Gerechtigkeit. Ihr politischer Kurs? National, katholisch, EU-kritisch. 2005 gewinnt Zwillingsbruder Lech Kaczyński die Präsidentschaftswahlen. Die Kaczyńskis scheinen am Ziel zu sein. Doch zwei Jahre später scheitert der Ministerpräsident Jarosław Kaczyński an einer Regierungskrise. 2010, die Katastrophe von Smolensk. Eine polnische Regierungsmaschine stürzt ab. Sie war auf dem Weg nach Katyn, zu einer Gedenkfeier für 20.000 polnische Offiziere und Intellektuelle, die 1940 auf Befehl Stalins in Katyn erschossen worden waren. Mit an Bord Präsident Lech Kaczyński, 95 Abgeordnete, Offiziere und Regierungsmitglieder. Natürlich ist es eine persönliche Tragödie. Sein Zwillingsbruder kam ums Leben. Es ist aber auch für ihn eine politische Katastrophe, weil im Grunde ein wichtiger Teil der Elite des polnischen Staates an einem ganz bedeutenden Symbolort polnischer Geschichte umgekommen ist. Insofern war es so eine Art Gründungsmythos. Die Katastrophe von Smolensk ist auch Auftrag, das Land zu erneuern. Die PiS stellt sich neu auf. Unter dem Motto Guter Wandel will Jarosław Kaczyński wieder an die Macht. Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2015 holt seine Partei die absolute Mehrheit. Kaczyński will die Gesellschaft verändern. Wir müssen zeigen, dass das Leben in Polen komplett anders aussehen kann. PiS hat alle möglichen Mittel genutzt, wie Steuererleichterungen, Senkung des Rentenalters, Kindergeld in Höhe von 500 Zloty, Wohngeld für Junge. Das alles unter dem Motto Chancenausgleich, sodass alle in Polen erreicht werden. PiS hat diese Stimmung im Land sehr gut erkannt. Dazu kommt ein weiterer wichtiger Faktor, und das ist die Kirche. Krakau, Heilige Messe in der Wawelkathedrale. Die katholische Kirche spielt im Alltag vieler Polen eine große Rolle. Rund 85% der Bevölkerung sind katholisch. 38% besuchen regelmäßig die Sonntagsmesse. Auch Stadträtin Agata Tatara. Die polnische Verfassung beruht auch auf christlichen Werten, aber mit der Akzeptanz für andere Menschen. In der Verfassung steht ganz klar, dass eine Ehe nur zwischen Mann und Frau rechtens ist. Das ist für uns ein Grundsatz, der eine Familie definiert. Gleichgeschlechtliche Ehe, künstliche Befruchtung, Abtreibung. Viele Polen lehnen das ab, wie die PiS-Regierung und die katholische Kirche. PiS hat es gut im Land, weil es 20.000 Kirchengemeinden gibt. Die überwältigende Mehrheit ist für die PiS, nicht für die Opposition. Die Kirche hat keine Haltung bei den Flüchtlingen gezeigt. Die Kirche hat auch keine Haltung beim Staatsumbau und beim Nationalismus gezeigt. Ein konservativer Stammtisch in Krakau. Paweł Lischicki ist gekommen, Chefredakteur der katholisch-konservativen Wochenzeitung Dożecze. Themen des Abends: Kirche, Homosexualität und muslimische Flüchtlinge in der EU. Es liegt nahe, Europa vor muslimischen Migranten zu schützen.
Das scheint offensichtlich für jeden, der christlichen Glaubens ist und daran Interesse hat, dass Europa bleibt, wie es ist. In Polen leben offiziell rund 7000 Muslime, unter 0,1% der Bevölkerung. In keinem anderen EU-Land gibt es weniger. Wie steht Agata Tatara zu muslimischen Flüchtlingen? Die Polen sind ein Volk, das sich sehr gut auskennt mit Auswanderung. Aber die Polen haben nicht geklaut, nicht getötet, nicht ihre Rechte aufgedrückt. Wenn jemand Hilfe sucht, muss er auch die Regeln des Landes respektieren und sich anpassen. Die Mehrheit der 38 Millionen Polen teilen ihre Ansichten. 2017 lehnten 3/4 der Bevölkerung die Aufnahme von Flüchtlingen ab. Wenn wir so etwas wie die Migrationspolitik nehmen, sehen wir, da ist die Zustimmung doch sehr hoch in diesen Ländern für den restriktiven Kurs. Das geht weit über die Anhängerschaft der PiS oder des Fidesz hinaus. . 2015. Weit über 100.000 Flüchtlinge überqueren die Grenze nach Ungarn. Die Krise wird zum Kernkonflikt zwischen der EU und Osteuropa, vor allem Ungarn. Viktor Orbán macht seinen Standpunkt deutlich. Jeder kann für sich entscheiden, ob er mit einer großen Anzahl Muslime zusammenleben will oder nicht. Wer das will, soll es tun. Wir wollen es nicht. Die Regierung lässt einen Grenzzaun bauen, demonstriert, dass sie die Außengrenzen Europas konsequent schützen will. Zeitgleich mehrt sich Kritik am humanitären Umgang mit den Flüchtlingen in Ungarn und an der Rhetorik Orbáns. Nochmal, sie bekommen unzählige Kinder. Auf einmal werden wir merken, dass wir auf dem eigenen Kontinent plötzlich die Minderheit sind. Das große Problem sind nicht die Zäune. Das größte Problem ist, dass diese fremdenfeindliche Anti-Einwanderungsrhetorik zum Kernelement der ungarischen Regierung wurde. Ungarn möchte nur so bleiben, wie es jetzt ist. Und deswegen möchten wir nicht, dass Menschen anderer Kultur und anderer Religion in großer Zahl nach Ungarn kommen, weil wir die Fehler von Westeuropa vermeiden wollen, keine No-Go-Zonen haben wollen. Und es ist nicht so, dass wir uns an die Fremden angleichen wollen. Wir möchten Schweinefleisch essen, wir möchten Alkohol trinken, wir wollen in kurzen Hosen halbnackt durch die Stadt gehen und am Strand baden. Und wir wollen nicht, dass wir Rücksicht auf Fremde nehmen sollen, die in unserem eigenen Land ihre Werte uns überstülpen. Also das wollen wir nicht. Entschiedene Gegnerin der ungarischen Regierung ist damals Angela Merkel. 2015 lässt sie Hunderttausende Flüchtlinge nach Deutschland einreisen, ohne sich ausreichend mit den europäischen Nachbarn abzustimmen. Okay. Gleichzeitig fordert sie eine gesamteuropäische Asylpolitik. Europa als Ganzes muss sich bewegen. Die Staaten müssen die Verantwortung für asylbegehrende Flüchtlinge teilen. Rund 120.000 Geflohene sollen nach Maßgabe der EU innerhalb Europas umverteilt werden. Eine solche Quotenregelung wird vor allem von den sogenannten Visegrad-Staaten abgelehnt: Slowakei, Tschechien, Polen, Ungarn. Ein osteuropäischer Block gegen die Migrationspolitik, für die Angela Merkel und die Liberalen in der EU stehen. Die Gräben werden tiefer. Januar 2019. Ein Mord erschüttert ganz Polen. Der parteilose Danziger Bürgermeister Paweł Adamowicz wird Opfer einer Messerattacke. Der Täter ist ein ehemaliger Häftling. Für seine Inhaftierung machte er die Oppositionspartei PO verantwortlich, zu der der Bürgermeister mal gehörte.
Den Sarg tragen oppositionelle Bürgermeister aus dem ganzen Land. Viele Polen halten die Tat für eine Folge der Hetze gegen die Opposition. Die Tragödie von Danzig ist kein Neuanfang in der politischen Kultur Polens, sondern sie wird eher dazu beitragen, die bisherige Polarisierung fortzuschreiben. Nach einer tiefgreifenden Medienreform gilt der öffentlich-rechtliche Rundfunk als staatlich kontrolliert. Der liberale Bürgermeister Posens, Jacek Jaszkowiak, kritisiert die Berichterstattung. Kürzlich hat er an einer Demonstration für die Rechte von Homosexuellen teilgenommen. Der nationale Fernsehsender TVP bezeichnete die Veranstaltung als homosexuelle Propaganda. Der politische Kurs ist nicht gut für Polen. Die Regierung der PiS kontrolliert das öffentliche Fernsehen und das Radio und nutzt das aus. Das sind Propagandainstrumente. Man muss sich dem entgegenstellen, solange es nicht zu spät ist. Seit dem Wahlsieg der PiS 2015 demonstrieren regelmäßig Bürgerbewegungen gegen den Kurs der Regierung. Bürgermeister Jacek Jaszkowiak unterstützt die Proteste. Jarosław Kaczyński bezeichnet seine politischen Gegner als Polen der schlechteren Sorte und baut Oppositionelle wie Jaszkowiak zum Feindbild der Nation auf. Wie hier bei einer Wahlkampfveranstaltung 2018 in Posen. Es geht um die Regierung von Herrn Jaszkowiak. Was ist die Aufgabe von Bürgermeistern? Der Aufbau und die Organisation der Stadt? Oder einen ideologischen Kreuzzug zu betreiben? Das klingt schon komisch aus seinem Mund. Jarosław Kaczyński hat das Land geteilt. Kaczyński hat die Polen geteilt. Polen scheint gespalten. Doch es gibt noch eine Mitte, enttäuscht und unentschlossen. Wir haben auch viele, die das eigentlich satt haben, von denen ein Teil aber sagt, wir können ganz gut mit der PiS leben, solange sie nicht über die Stränge schlägt, solange sie uns nicht in der EU komplett isoliert oder herausmanövriert, wenn das, was hinten rauskommt, stimmt. Robert Biedron lebt offen schwul. Der ehemalige Bürgermeister der Kleinstadt Zubsk gilt als neue Hoffnung der Linken in Polen. Ich sehe doch die Werte, die damit zusammenhängen. Dass meine Stadt genau solch einen Bürgermeister gewählt hat, zeigt, wie sich die Mentalität der Polen verändert. Robert Biedron will mit seiner Partei Wiosna Frühling für die Europa- und Parlamentswahlen antreten. Auf öffentlichen Veranstaltungen lässt er über sein Wahlprogramm abstimmen. Das Prinzip: direkte Demokratie. Ein oft kontrovers diskutiertes Thema: die gleichgeschlechtliche Ehe. Ehe ja, Adoption später. Wer von Ihnen ist dagegen und möchte was sagen? Die Ehe zwischen Mann und Frau ist ein Sakrament vor Gott. Ich habe fast 200 Leute getraut und ich bin nicht Gott. Hier in Warschau stimmt der Saal für die gleichgeschlechtliche Ehe. Auch deshalb sieht Biedron die politische Zukunft Polens in den Städten und bei den Bürgermeistern. Die EU-Subventionen sollten direkt an die Bürgermeister gehen. Die sind sehr proeuropäisch und wissen, was sie an der EU haben. Als ehemaliger Bürgermeister weiß ich, wovon ich spreche. Jeterons Bewegung repräsentiert nicht die Mehrheit, doch sie provoziert die herrschenden Konservativen. Wir haben es in Europa mit einer ideologischen Spaltung zu tun. Es gibt eben liberale oder linke Politiker, die wollen, dass sich die Länder nach einem bestimmten liberalen Modell entwickeln. Das Modell schließt konservative, patriotische Parteien, die sich traditioneller Werte annehmen, aus und verhindert, dass wir an die Macht kommen. Możliwość zdobywania władzy przez te partie.
Liberal gegen nationalkonservativ. Ein Konflikt, der sich durch ganz Europa zieht. Brüssel 2017. Ungarn hat ein Hochschulgesetz verabschiedet, das von vielen EU-Abgeordneten kritisiert wird. Besonders scharf wird Viktor Orbán vom belgischen Fraktionsvorsitzenden der Europäischen Liberalen attackiert. Ich weiß nicht, ob Sie sich an unsere erste Begegnung erinnern. In einem Budapester Hotel im Dezember 1989. Seither hat sich viel verändert. Sie haben sich verändert. Und ich frage Sie, wie weit wollen Sie noch gehen? Was kommt noch? Bücherverbrennung? Und Sie sehen überall Feinde des ungarischen Staates. Im Energiesektor, in den Medien, bei Nichtregierungsorganisationen, in der akademischen Welt. Ihnen reicht es nicht, die Mehrheit in einer Demokratie zu haben. Sie müssen die, die anderer Meinung sind, regelrecht verfolgen. Verhofstadt ist Fraktionschef der Liberalen, die gegen Ungarn oder gegen die existierende ungarische Regierung eine Kampagne machen möchte. Wir leben in der Freiheit, sie haben Möglichkeiten. Vorläufiger Höhepunkt zahlreicher Auseinandersetzungen, eine Art Plakatkrieg. Verhofstadt stellt Orbán als gierigen Zerstörer Europas dar. Es reicht. Wir haben genug von Nationalisten, Populisten und Illiberalen in Europa. Auf beiden Seiten haben wir eine scharfe Rhetorik. Wenn man die ungarische Regierung als Diebe bezeichnet, als nicht europäisch oder als Spalter, als autoritäre Regierung, dann muss man sich irgendwie wehren. Die Fidesz reagiert mit Plakaten, die Guy Verhofstadt als gefährlichen Förderer von Migration darstellen und ihn mit Terror in Verbindung bringen. Nein, das gehört zu diesem Ansatz der Hyperpolarisierung. Viktor Orbán ist, glaube ich, von seinem Naturell her jemand, der sehr gut mit dieser Freund-Feind-Kennung umgehen kann. Die Orbán-Regierung stilisiert kaum jemanden so sehr zum Feindbild wie den amerikanischen Milliardär und gebürtigen Ungarn George Soros, etwa in diesem Wahlspot der Regierung. Laut George Soros muss dieser Zaun abgerissen werden. Er will weitere Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten ansiedeln. Stopp Soros. Hergestellt im Auftrag der ungarischen Regierung. George Soros hat viel Geld als Finanzinvestor verdient, mit zum Teil umstrittenen Geschäften. Seit Jahren investiert der 88-Jährige Milliarden in Stiftungen, die, nach eigenen Angaben, Demokratie und Zivilgesellschaft fördern sollen. Soros gilt als einflussreicher Lobbyist mit guten Kontakten in die Politik. Viktor Orbán präsentiert Soros, der jüdischen Glaubens ist, als heimlichen Herrscher Europas, der die Flüchtlingspolitik maßgeblich bestimmt. Was wir uns vom Sowjetreich nicht haben gefallen lassen, das werden wir uns auch nicht vom Soros-Reich gefallen lassen. Unsere Grenzen werden wir schützen. Wir werden die Verwirklichung des Soros-Plans verhindern. Und wir werden diesen Kampf am Ende gewinnen. The advantage of George Soros as George Soros als ultimativen Marionettenspieler hinter allem darzustellen, hat einen Vorteil. Man kann alle Gegner der ungarischen Regierung quasi unter dem Dach George Soros vereinen. Die Medien, die Opposition, Brüssel, NGOs und so weiter. George Soros, and you can put everyone around under it. Sogar in der Kleinstadt Hotmerse-Vashahey wird ein politischer Gegner mit einer Soros-Kampagne bekämpft. Einige Monate, nachdem der parteilose Bürgermeister Peter Markizoy die Wahl in der ehemaligen Fidesz-Hochburg gewonnen hat, hängen Plakate in der Stadt. Dies ist eines von vielleicht 13 Plakaten, auf denen ich als ein Soros-Mann dargestellt werde.
Jemand, der gegen Ungarn ist und die Migration nach Europa unterstützt. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Aber wer Fidesz kritisiert, wird zum Feind und sie tun alles, um dir zu schaden. Wenige Monate später greift die ungarische Regierung einen Politiker aus der eigenen europäischen Parteienfamilie an. Ihre Kampagne stellt EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker als Soros-Partner dar, der Einwanderung fördern will. Juncker beantragt die Partei Fidesz, aus der Fraktion der europäischen Christdemokraten auszuschließen. Ich finde, dass die Konservativen in Ungarn die christdemokratischen Werte in keinerlei Weise vertreten. Es gibt zwischen Herrn Orbán und mir überhaupt keine Schnittmenge. März 2019. Wochenlang tobt der Streit, ob Fidesz aus der Europäischen Volkspartei EVP, zu der unter anderem CDU und CSU gehören, ausgestoßen werden soll. Sucht Viktor Orbán den Bruch mit den Christdemokraten? Manfred Weber verkündet die Entscheidung. Die Europäische Volkspartei hat entschieden, Fidesz zu suspendieren. Suspendierung, nicht Rausschmiss. Orbán und die Fidesz bleiben zunächst Teil der EVP. Quasi auf Bewährung. Orbán möchte die EVP nicht sprengen. Er möchte nicht der offizielle Führer der europäischen Rechtsaußen werden, auch wenn er längst ein Rechtsaußenpolitiker ist. Er möchte den Mainstream in der Europäischen Union verändern. Budapest, Warschau und die EU. Es geht um weit mehr als nur um Flüchtlingsverteilung und die Innenpolitik in Ungarn und Polen. Es geht um eine Richtungsentscheidung. Wie soll die EU künftig aussehen? Juli 2018. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wirbt für seine Idee von einem Europa der Nationen. Europa 4.0. Europa muss stark sein, um unsere Interessen besser zu vertreten. Aber das darf nicht auf unsere Kosten gehen. Ich glaube, wir müssen hier wirklich im Klartext reden, ne? Was er meint ist, gibt uns das Geld, gibt uns den Binnenmarkt und halt die Klappe über Demokratie, Menschenrechte und Unabhängigkeit der Justiz. So geht es aber nicht. So geht es aber nicht. Die polnische und die ungarische Regierung sehen sich als Vorreiter. In vielen Mitgliedstaaten wachsen Ablehnung und Wut auf die jetzige Form der EU. Wir glauben, dass wir das in Mittelosteuropa, in Polen, Ungarn, Tschechien vorexerzieren. Und deswegen denken wir, dass unser Beispiel nicht nur in Österreich und Italien Schule machen wird, sondern auch in anderen westeuropäischen Staaten. Wie viel Macht soll Europa haben? Zugespitzter, wie sehr soll die EU sich in den Mitgliedstaaten einmischen? Es ist ein hartes Ringen zwischen Linken, Liberalen und Rechten. Es ist gefährlich dann, wenn es toxisch wird. Aber das Gute daran, um mal ein bisschen provozierend zu sein, es gibt eine jahrelange Diskussion und ein richtiges Anliegen, was die europäische Politik angeht. Man sagte, Europa ist technokratisch und wir müssen die EU politisieren. Jetzt haben wir eine Politisierung. Wie die EU künftig aussieht, das entscheiden am Ende die Europäer an den Wahlurnen.